Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal den Betriebsdruck erstens prüfen und zweitens natürlich dann auch angleichen im System. Dies hier ist eine Buderus Gasbrennwertgerät Logamax Plus GB 162 15 25 35 in der Version 3. Die Vorgehensweise ist aber auch bei allen anderen und fast, also im Prinzip bei jeder Gasanlage ist es eigentlich gleich. Ne? Die Brennwertgeräte funktionieren ja alle identisch, ne? Dass die dort ja eigentlich alle gleich funktionieren. So, Betriebsdruck ist wichtig. Um die Heizungsanlage betriebsbereit zu halten, ist der Betriebsdruck regelmäßig zu kontrollieren. Bei neu befüllten Heizungsanlagen den Betriebsdruck erst täglich und dann immer in größer werdenden Intervallen prüfen. Der maximale Druck in der Heizungsanlage, der unmittelbar am Gasbrennwertgerät gemessen wird, darf 2,5 bar nicht überschreiten. Okay? Ganz wichtig, diesen Wert müsst ihr euch merken. Wir haben bei einer kalten Anlage Betriebsdruck 1 bar. Das heißt, das ist der Mindestdruck. Mindestens 1 bar sollte dort eure Anlage haben, bei kalter Anlage. Mindestdruck bei optimaler Funktion ist 1,5 bar. Okay? Und der empfohlene Betriebsdruck dieser Anlage liegt bei 2 bar. Der Maximaldruck bei höchster Heizwassertemperatur, das Sicherheitsventil öffnet dann, ist 2,5 bar. Das heißt, wenn ihr, warum auch immer, Wasser reinballern würdet, bis es nicht mehr geht, würde das Sicherheitsventil öffnen bei 2,5 bar und würde dann den überschüssigen Druck ablassen. Okay? Wie können wir erstens den Druck der Anlage selber erstmal kontrollieren? Wir fahren jetzt hin zur Anlage und sehen hier am Manometer. Das ist dort an eurer Kaltwasserleitung, die in das Gerät reinführt, ist irgendwo so ein Manometer. Dort könnt ihr manuell ablesen, welchen Betriebsdruck ihr habt. Vielleicht immer ein bisschen draufschlagen, manchmal hängt die Nadel. Ihr könnt das aber auch über eure Anlage selber abrufen. Das heißt, wenn ihr hier auf den Schraubenschlüssel drückt, seht ihr, dass wir hier H haben, das heißt also Fehlercodes. Hier haben wir Temperatur und dann kommt P, Pressure, Druck. Das Blinken ist bei euch, ist bei mir jetzt nicht so, das seht ihr nur wegen der Kamera. So, das heißt P1.1. P1.1 bedeutet 1,1 bar. Ergo sind wir hier schon nah am niedrigsten Wert bei einer kalten Anlage. Die ist aber jetzt gerade an. Das heißt also, wenn die kalt werden würde, würden wir hier wahrscheinlich sogar unter 1 bar gehen. Weil der Druck ja erhöht ist bei einer erwärmten Anlage. Checkt das mal gegen, ob euer Manometer manuell euch das anzeigt, was dort im Display steht. Natürlich kann dieses Ding hier auch kaputt sein. Okay. Also, wir richten unser Augenmerk jetzt auf beide Komponenten. Dann gibt es den Nachfüllfreund, das heißt, wenn wir unter die Anlage schauen, haben wir zwei Leitungen, die in die Anlage einpenetrieren. So, wo meine Finger sind, jetzt hinten. Eine Seite, die rechte Seite, ist nicht so interessant. Wir gehen nämlich auf die, so, was haben wir hier? Hier ist die Warmwasserseite und hier ist die Kaltwasserseite. Okay. Und den besagten Druck ballern wir in die Vorlaufsystem rein. Das heißt also in die warme Leitung. Das ist auch so deklariert mit einem roten und Absperrhahn. Und dort gibt es eine Abzweigung vor dem Einpenetrieren in eure Anlage. Und dort könnt ihr einen Wasserschlauch anschließen. Noch zur Erklärung Vorlauf, Rücklauf. Wir haben einmal jetzt hier dieses Teil, das ist die Vorlauf, sprich hier ist die Vorlauf für die Heizung und hier ist der Rücklauf. Der Rücklauf ist nicht so heiß wie der Vorlauf, okay? Beim Vorlauf geht das nämlich dann zu den Heizkörpern hin, beim Rücklauf kommt es von den Heizkörpern. Wir pumpen oder füllen den Druck nach,
am Vorlauf. Das heißt, dieses Ventil hier, dieses Teil können wir dort, also unseren Schlauch können wir hier anschließen und mit diesem Hebel können wir dann das Ventil öffnen. Wenn wir das in Flussrichtung setzen, würde hier Wasser ausschießen. Aber wir schließen ja unseren Füllschlauch hier an und können das dann öffnen und dann mit dem Füllen beginnen. Bei dieser Anlage hier wurde das ein bisschen anders geregelt. Und zwar richtig gut geregelt, finde ich, weil hier ist es voll cool gemacht. Wir haben hier Kaltwasserleitung. Hier ist ein Hahn. Dort können wir das Wasser durch diesen Schlauch in unsere Kaltwasserversorgung der Anlage reingeben. Okay, also nochmal, Kaltwasser. Wenn ihr das anfasst, muss es kalt sein, darf nicht warm sein. Das heißt, hier über diesen Schlauch können wir nachfüllen. Jetzt sagen die Superpros natürlich, ja, aber da muss der Schlauch immer ab sein. Ja, ja, ja. Im Idealfall muss dieser Schlauch abgedreht sein. Okay, muss abgedreht sein. Denn auf diesem Weg haben wir ein stilles Wasser. Das Wässerchen, was dort still ist, ist nicht gut. Denn dort drin können sich Bakterien bilden und Viren und Geziefer etc. Das heißt, weil es hier immer kalt ist, kann sich das nämlich dort zu Legionellenbildung kommen. Das heißt also, wer es ganz ideal möchte, immer abschrauben, zack, draußen lassen. Darauf aber achten, dass der Hahn den geschlossenen Zustand hat. Denn dieses Teil, wenn ihr das dreht in den geöffneten Zustand, sprich in Flussrichtung, wo das Wasser fließt, dann würde Wasser fließen. Auch wenn ihr das aufdreht, hier unten oder dort. Das wollen wir nicht. Also immer abschotten, abdrehen, abhängen lassen, leer laufen lassen. Also das Stückchen, ne? Nicht die ganze Anlage. Weil ihr könnt nämlich, wenn ihr das Ventil hier, wo mein Finger gerade ist, oder das Ventil dann unten, wo ihr das dann dran schraubt, öffnet, würde die Anlage natürlich leer laufen. Das wäre ein bisschen doof, ne? So, also folgendes ist, wir schauen an der Anlage auf der rechten Seite, wenn ihr davor steht, habt ihr zwei Leitungen. Wir möchten an die Kaltwasserleitung, sprich, wo das blaue Ventil dran ist. Okay, dort ist dann eine Abdeckung, hier dieses Ding, ist dann dort reingeschraubt. Das können wir händisch herausschrauben. Vorher solltet ihr aber checken, dass das Ventil zugedreht ist. Und dort ist es immer wichtig, das macht man mit, entweder mit der Hand, wenn dort ein kleiner Hebel dran ist, den bewegt man dann nach vorne, ist auf, nach hinten wäre zu. Die sind meistens schwarz. In diesem Fall haben wir das Tool basiert, das heißt also, man würde jetzt einen Engländer ansetzen und würde hier in Uhrzeigersinn zumachen, gegen den Uhrzeigersinn öffnen. Okay? Um jetzt eine Befüllung der Anlage stattfinden zu lassen, werden wir natürlich gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das heißt, wir setzen unser Tool an, drehen gegen den Uhrzeigersinn und drehen damit, zack, das Ventil hier auf. Alles klar? Ventil aufgedreht. Entweder extern, wie es hier geregelt ist, oder intern, beziehungsweise an der Anlage näher am Hauptwasserversorgungspart. Um jetzt die Anlage zu befüllen, ist es halt dann wichtig, dass wir dort das Wasser reindrücken. Ergo, die Heizungsanlage füllen wir, wenn der Druck unter 1 bar gefallen ist. Denn ansonsten wird die Anlage automatisch abschalten. Wir nehmen einen mit Wasser befüllten Schlauch an den Füll- und Entleerhahn am Vorlauf des Gasbrenngewehrtes anschließen, wie ich gerade erklärt habe. Dann Füll- und Entleerhahn öffnen und in Wartungsnähe an Heizungsvorlauf und Rücklauf diese dann auch öffnen. Das heißt also, sprich, wir öffnen dieses Ventil, was in die Anlage führt, und dann unsere Wasserversorgung. Wenn wir diese öffnen, sollte das Wasser dann hineinplätschern. Und dann können wir das dann anschließen, beziehungsweise aufpumpen mit dem Wasserdruck unseres Wassers, was hier rauskommt. So, hier einstellen auf Druck P1.2. Wir öffnen den Hahn und sehen jetzt, dass sich der Wert verändern wird. P1.3, P1.4, P1.5. Wenn ihr das erreicht habt, was ihr wollt,
wie ich vorhin erklärt hatte, maximal 2 bar, minimal 1 bar bei kalter Anlage, 1,5 bar ist ein Mittelwert, dann habt ihr den Wert erreicht, den ihr wollt. Höheren Druck müsst ihr eigentlich nur fahren, sprich bis zu 2 bar, wenn ihr mehrere Etagen haben solltet. Wenn ihr ein Haus habt, was nur eine Etage hat, über dem Erdgeschoss, reicht 1,5 bar. Wenn ihr mehrere Etagen habt, dann braucht ihr ein bisschen mehr bar, aber nicht über die 2 bar gehen. So, wenn wir dann also aufgefüllt haben, so weit wie wir wollen, wir checken das hier gegen, 1,5 erreicht und wir sehen es an der Anlage mit P1,5, haben wir 1,5 bar nämlich erreicht. Dann ist es ganz wichtig, dass wir natürlich auch wieder die Komponenten schließen. Das heißt, Wasserhahn schließen, ihr hört auch kein Pfff mehr, sprich die Anlage wird gerade nicht mehr befüllt. Und dann nehmen wir ein Werkzeug, zum Beispiel ein Engländer, eine Wasserpumpenzange und werden diesen Hahn wieder zumachen. Oder händisch, wenn das vorgesehen ist. So, zudrehen und dann checkt ihr nochmal, ob Wasser fließt. Wenn immer noch Wasser fließt, ein Stück weiter drehen. Jetzt hören wir nichts mehr, alles cool. Damit haben wir jetzt die Anlage befüllt auf 1,5 bar. Dann für die ganz genauen abdrehen, Wasserschlauch leer laufen lassen, fertig. Okay? Dann habt ihr eure Anlage befüllt und im optimalen Betriebssystem sollte dort dann auch keine Probleme mehr auftreten. So könnt ihr eure Buderus-Anlage demzufolge auffüllen. Hier ist es extern, also sprich komfortabler neben der Anlage gesetzt. Im Grunde geht das aber genauso auch vorne an der Anlage selber. Ihr seht ja, wie hier müsst ihr einfach gucken. Erstmal Manometer, dann guckt ihr, wo die Leitung langläuft. Und wenn die dort in die Kaltwasserversorgung eurer Heizungsanlage penetriert eingeht, ist das euer Füllbereich. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. So und so.